Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Live-Webinar Impulse für Ihre Weiterbildung 2021. Wir haben jetzt Punkt 10 Uhr. Ich begrüße Sie als Ihr Moderator für das heutige Live-Webinar. Sehe aber auch, dass sukzessive sich noch weitere Teilnehmer hier in den Webinarraum einwählen. Deswegen schlage ich vor, dass wir noch eine Minute warten, vielleicht noch einmal zur Kaffeetasse oder zum Wasserglas greifen und dann starten wir wirklich in einer Minute auch durch. Ihre Zeit ist knapp. Wir haben nur eine Stunde Zeit und deswegen ganz kurzen Moment noch, bis wir alle im Raum haben und dann starten wir gemeinsam durch. Ich freue mich auf euch. So, wir lassen derweil noch ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier rein und ich sehe, da sind auch einige Kameras aktiv. Das finde ich klasse, damit ich und damit wir auch einander mal kurz sehen können. Das macht einfach noch einen schöneren, persönlicheren Rahmen. Also lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, die Kamera vielleicht nur zu Beginn des Webinars einfach mal kurz zu starten. Könnt ihr gerne gleich wieder deaktivieren, damit wir uns mal kurz vielleicht zuwinken können. Also ich begrüße euch. Ich weiß, dass einige aus Berlin dabei sind, aber auch aus München. Wir sind hier in Köln gerade unterwegs, das ist unser Unternehmenssitz hier in Köln und freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. So, Blick auf die Uhr, 10:02 Uhr reicht. Also nochmal ganz herzlich willkommen zum heutigen Live-Webinar. Mein Name ist Oliver Hofmann, ich bin heute euer Webinar-Referent. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern. Es war so irgendwie Anfang Februar und man guckt die Nachricht, man schaut die Tagesschau, die Tagesthemen und hört was von einem Virus in China, ganz weit weg. Man hat sich die Frage gestellt, was hat das Thema jetzt mit mir zu tun? Eigentlich erstmal nichts, es ist doch tausende Kilometer von uns entfernt. Und wenige Wochen später, bei uns war es, ich kann mich noch genau daran erinnern, vielleicht ihr ja auch, der 7. März. Der 7. März war ein Tag, bei dem hier das Telefon, das eh schon sehr häufig klingelt, nicht mehr stillstand. Was war los? Viele Kunden, viele HR-Expertinnen und Experten haben uns angerufen, um zu fragen, was ist denn jetzt mit unserem Vortrag? Was ist denn mit unserem Training? Was ist mit unserem Workshop? Können wir das jetzt noch so realisieren? Und genauso verunsichert wie die Personalerinnen und Personaler, Entscheider oftmals hier angerufen haben, genauso ist die Unsicherheit in uns größer geworden. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Jetzt sind wir ein agiles Team und haben sehr kurze Entscheidungswege. Wir haben ganz schnell umgeswitcht, ne? Ganz offen gestanden, die meisten unserer Formate waren Präsenzformate, also Vorträge, Trainingsprogramme, einzelne Trainings und Workshops und so weiter, die wir eigentlich, sagen wir mal, im Offline-Modus, im Präsenzformat geplant hatten. Die wollten wir dann ganz schnell umstellen auf Online, stellten dann aber fest, viele unserer Trainer, wir haben ein Netzwerk mit über 500 Coaches, Trainern etc., sind gar nicht in der Lage, das jetzt so per Knopfdruck umzuswitchen von Offline auf Online. Und dann haben wir schnell reagiert, haben dann quasi unseren Experten eine Ausbildung, eine zertifizierte Ausbildung zum Online-Trainer angeboten. Viele haben das auch angenommen, aber ganz offen gestanden, es gab auch einige, die gesagt haben, der Sturm, der zieht schon vorüber. Ich gehe dann jetzt mal in den Urlaub, ich schreibe ein Buch, ich mache eine Fortbildung in 2 Monaten, spricht doch keiner mehr davon. Weit gefehlt. Covid-19, die Corona-Pandemie ist auch heute noch ein großes Thema. Und wir haben einige unserer Partnerinnen und Partner auf der Strecke gelassen. Und ich sage das deswegen, weil Veränderungsfähigkeit ein großes Thema ist. Und deswegen finde ich den Spruch so gut, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Ich glaube, wir alle sind gut beraten, zur zweiten Gruppe zu gehören. Was haben wir heute mit euch, mit Ihnen vor? Wie sieht unser Fahrplan aus? Ganz schnell. Learnings aus diesem Jahr. Heute hat das vierte Quartal angefangen. Wir sind also einiges schlauer als vorher. Learnings aus diesem Jahr fürs nächste Jahr. Entschuldigung. Offline, online, blended. Wann macht welches Format Sinn? Was sind unsere Impulse für Sie, für euch fürs nächste Jahr? Was empfehlen wir euch? Ganz neutral. Wie ist unser Vorgehensmodell? Wie würden wir solche Themen anpacken? Und was ist der Ausblick auf das nächste Jahr? Bevor wir starten, möchte ich euch große Vorstellungsrunden ersparen. Wir sind selber auch Gast bei vielen externen Webinaren und jedes Mal, wenn da eine große Unternehmenspräsentation kommt, schlafen mir die Füße ein. Ich vermute, das geht euch, geht Ihnen genauso. Deswegen ersparen wir euch jetzt
tolle Projekte mit tollen Kunden, die wir so realisieren. Vielleicht nur ganz kurz ein paar Worte zu mir, zu Faircoach, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Mein Name ist Oliver Hofmann, habe mal vor langer Zeit BWL studiert, war 21 Jahre Führungskraft in großen Unternehmen. In der letzten Position war ich für den Vertrieb gesamtverantwortlich der E-Plus-Gruppe und habe dann das Unternehmen verlassen, um dann vor 6 Jahren Faircoach zu gründen. Alles weitere erspare ich euch. Ich werde euch im Nachgang über LinkedIn mal eine Kontaktanfrage stellen. Wenn ihr mehr über uns, über mich erfahren wollt, dann bestätigt gerne die Kontaktanfrage auf www.faircoach.de. Könnt ihr nachlesen, was wir alles so machen und auch mit welchen Kunden. Deswegen erspare ich euch alle weiteren Ausführungen zu uns, denn es geht nicht um uns, es geht um euch, es geht um sie. Ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe mir Verstärkung mitgenommen und bitte dich, Jean, die Kamera ist schon aktiv, vielleicht noch 2, 3 Worte zu dir zu sagen. Dein Mikro, John, dein Mikro, ich kann dich nicht hören. Nein? Oder liegt das an mir? Jetzt muss man gerade gucken. Dann ja, jetzt passt es. Jetzt hört man mich? Jetzt hört man mich. Und ich wollte es wieder leiser stellen. Ja, genau, mein Name, Sekunde. Ich habe nämlich hier heute 2 Rollen, vielleicht zogen wir das Pferd mal kurz von hinten auf. Ich bin nämlich auch technischer Assistent heute und darf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer reinlassen. Mein Name ist Jean Quito, genau wie Oliver schon gesagt hat. Ich arbeite bei Faircoach als HR-Management-Consultant, bin da tätig. Mein akademischer Hintergrund liegt in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Und ich konnte einfach verschiedenste Erfahrungen sammeln, wie oft, sagen wir mal, die Weiterbildungsplanung von dem, wo andere sagen, Geschäftsführer, Bereichsleiter, Unternehmen und auch Mitarbeiter sagen, das ist businessrelevant und das ist die Weiterbildungsplanung, da gibt es Diskrepanz. Und deshalb bin ich schon drauf gespannt, auch heute mit euch in den Austausch zu gehen und zu schauen, wie sind eure Erfahrungen und wie könnt ihr unsere Impulse heute bewerten. Super, vielen Dank, Jean. So, jetzt sehe ich hier einige Bilder von euch. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich freue mich auch, dass ich ein bisschen Feedback darüber bekomme, dadurch, dass ihr die Kamera aktiviert habt. Könnt ihr gerne auch anlassen, wenn eure Datenverbindung stabil genug ist. Wir steigen jetzt auch direkt ein. Vielleicht noch gerade 2 Spielregeln, die sich einfach bewährt haben. Hier sind heute viele Menschen aus ganz Deutschland zugeschaltet. Einige Kunden von uns, mit denen wir uns immer duzen. Viele Interessenten, die wir noch nicht persönlich kennen. Ich biete euch heute für diese Veranstaltung das Du an. Das erleichtert uns einfach die Kommunikation und ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, sicherlich ist der größere Redepart bei uns, bei mir, aber trotzdem geht es mir darum, euch zu inspirieren und dafür brauche ich eure Interaktion. Ich brauche eure Mitarbeit. Es geht nicht nur darum, dass wir euch beschallen wollen, sondern ihr könnt auch voneinander lernen. Und wir machen diese Webinarreihe, dazu komme ich später nochmal, jeden Monat 4-teilig, 5-teilig und es hat sich einfach bestätigt und bewahrheitet, je mehr ihr euch auch einbringt, aktiv einbringt, auch Fragen beantwortet, die wir euch jetzt gleich auch stellen werden, desto mehr lernt ihr auch voneinander. Und deswegen ist meine Bitte, da wirklich gut mitzumachen und dann steigen wir auch direkt mal in den ersten Part ein. Lasst mich euch einen kurzen Überblick geben. Wir machen ja diese Webinarreihe schon seit langem. Wir haben in den letzten, keine Ahnung, 3-4 Monaten über 20 Webinare gehalten. Das letzte war vorgestern. Lasst uns euch einen kurzen Überblick geben, was wir heute mit euch vorhaben und wann und auch warum. Ihr seht diesen von uns entwickelten Golden HR Circle. Unser Ziel ist es, euch zu inspirieren, also quasi von eurer Unternehmensstrategie, eure HR-Strategie so abzuleiten, dass sie eine messbare Wertschöpfung fürs Unternehmen liefert. Dafür sagen wir, wir müssen erstmal uns selber im Inneren der HR-Abteilung verändern und optimieren, um die Wirkung nach außen aufs Business zu erhöhen. Deswegen ist der erste Webinar-Part über das Thema HR-Strategie. Im zweiten Step geht es uns darum, wenn wir unsere Hausaufgaben im Inneren gemacht haben, unseren Input, unsere Wirkung auf die Bereiche, auf die Fachbereiche zu erhöhen. Dafür müssen wir aber genau wissen, wer sind unsere wichtigsten Stakeholder? In welcher Situation sind die gerade? Was sind deren größte Herausforderungen, zu denen ich möglicherweise einen Beitrag leisten kann, dass sie optimiert werden? Deswegen das zweite Modul ist dann Stakeholder noch besser verstehen. Dafür gibt es auch ein paar Tools, die wir euch vorstellen, aber dazu später mehr. Und dann geht es natürlich darum, die Segel richtig zu setzen. Und da ist natürlich die Weiterbildungsplanung fürs nächste ein wesentliches Element. Aber es geht auch darum, unternehmerisch zu handeln. Und deswegen steht ihr ja immer auch vor der Herausforderung,
die Wirkung zu maximieren, aber gleichzeitig auch die Kosten im Blick zu halten und wenn möglich zu reduzieren, unter anderem durch Digitalisierung in der Personalentwicklung. Jetzt geht es aber darum, Weiterbildungsplanung für das nächste Jahr ins Auge zu fassen und deswegen gehen wir auch gleich weiter. Ihr seid die Kapitänin, ihr seid der Kapitän. Und es liegt an euch, die Segel so zu setzen, dass ihr eure Fachbereiche im nächsten Jahr bestmöglichst unterstützt. Bevor wir uns aufs nächste Jahr stürzen, schauen wir aber erstmal ganz kurz, wie ist denn dieses Jahr gelaufen? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich euch wirklich bitte, mal ganz offen, frank und frei die Frage zu beantworten. Habt ihr eure Weiterbildungsplanung in diesem Jahr bisher so realisiert, wie ihr es möglicherweise im letzten Jahr geplant habt? Ist das so zu 100%, sagt ihr, ja, wir haben das Ziel voll erreicht und damit meine ich nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich voll erreicht, dann könnt ihr eine 100% ins Chatfenster gleich reinschreiben. Ist es eher so, dass uns, vielleicht ne, euch wie uns, vieles um die Ohren geflogen ist, dann seid ihr vielleicht bei 100%, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Bitte seid so nett, tragt doch einfach mal ganz kurz ins Chatfenster eine Prozentzahl ein, also irgendwie 20, 50, 80, wie auch immer die Situation bei euch gerade ist. Und Jean ist so nett und fasst die O-Töne gleich zusammen. Also von daher, ich bin jetzt mal gerade eine Minute still und freue mich auf eure Eingaben ins Tastenfeld. Haut in die Tasten, damit wir gleich sehen, wo wir da gerade stehen. Und deine Aufforderung wurde auch schon wahrgenommen. Wir haben hier direkt, sagen wir mal, das erste Statement mit 100%. Das ist aber, würde ich sagen, der klare Ausreißer nach oben. Wow. In der Regel sehen wir uns hier, sagen wir, unter dem Drittel unterwegs. 15%, 30% haben wir hier auch mittlere Zahlen. 60% und am Ende auch noch mal ein paar höhere. 90, 85. Aber die überwiegenden Zahlen, sagen wir mal, wenn wir hier auf das Bild schauen, sind doch eher Zahlen, die davon sprechen, dass es da doch noch Herausforderungen gegeben hat. Okay, vielen Dank für die offene und ehrliche Aussage. Uns geht's ähnlich. Wir würden wahrscheinlich sagen, so 50-60% von dem, was wir Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres geplant haben. Dafür haben wir viele andere Dinge gemacht. Aber erstmal waren, ehrlich gesagt, die Schmerzen groß. Zweite Frage ist, wie gut fühlt ihr euch Stand heute gewappnet für die Weiterbildungsplanung 2021? Sagt ihr, super, meine Planung steht, oder sagt ihr, ich tappe noch im Dunkeln? Natürlich eine Extremaussage, aber wo steht ihr denn gerade? Und wenn ich sage Weiterbildungsplanung 2021, meine ich jetzt nicht so simpel, ich habe für mich in meinem Büro mich eingeschlossen und habe meine Planung gemacht und die steht jetzt, sondern wenn wir von Planung sprechen, meinen wir immer kundenzentrierte Planung. Habt ihr eure Stakeholder befragt? Kennt ihr deren Schmerzpunkte? Wisst ihr genau, was der Bedarf fürs nächste Jahr ist und habt auf der Basis schon die Weiterbildungsplanung fertig? Dann, nur dann habt ihr 100%. Oder sagt ihr, ich stehe eigentlich noch ganz am Anfang und bin froh, wenn ich heute noch ein paar Impulse bekomme. Bitte seid so nett und tragt doch auch da euren Status quo mal ganz offen ins Chatfenster ein. Und auch hier kommen, sagen wir, die Zahlen schon rein. Hier dreht sich das Bild aber voll und ganz. Mhm. Wir sind hier eher im oberen Drittel unterwegs. Es gibt auch noch einzelne Fälle, wo das absolut noch nicht der Fall ist oder wo die Planung, sagen wir mal, halbfertig dasteht. Aber doch sind wir hier eher im Bereich 60-70%. Das sind die Zahlen, die hier überwiegen. Okay, super. Vielen Dank an dich, Jean, für die Zusammenfassung und danke an euch für eure Einschätzung. Lasst uns mal gucken, wo wir stehen und was wir aus diesem Jahr an Hausaufgaben mitnehmen müssen fürs nächste Jahr. Und ich sage es vorweg, ich behaupte nicht, wir wissen es besser als ihr. Es werden einige Themen kommen, die ihr natürlich schon kennt, aber vielleicht gibt es auch noch ein paar Impulse, wo ihr sagt, gut, dass wir das jetzt nochmal mitgenommen haben. Denn in diesem Jahr, ihr habt es ja eben auch gesagt, sind, ich sage mal, 40%, im Durchschnitt 40% der Pfeile ja nicht im Ziel gelandet. Das verzeiht euch eure Geschäftsführung möglicherweise, weil keiner Covid-19 vorhersehen konnte. Aber wir wissen doch heute schon, dass im nächsten Jahr nichts mehr so sein wird, wie es im letzten Jahr war. Und deswegen gilt es natürlich, die Hausaufgaben auch zu erledigen. Was haben wir als Learnings in der Zusammenarbeit mit mittelgroßen und ganz großen Unternehmen mitgenommen? Was möchten wir euch mit auf den Weg geben? Das eine ist, seid auf alles vorbereitet. Wir wissen nicht, wie sich das ganze Thema im nächsten Jahr entwickelt. Wir sehen gerade, die Zahlen gehen rund um unser Land herum dramatisch in die Höhe. Bei uns werden die Zahlen auch weiter steigen. Deswegen seid jederzeit in der Lage,
zwischen Offline, also Präsenzformaten und reinen Online-Formaten oder auch im Mix dann Blended-Formaten wechseln zu können. Seid darauf vorbereitet und habt wirklich immer im Hinterkopf, jederzeit eben zu switchen. Das zweite ist, ich habe es euch ja auch gesagt, ganz offen auch gesagt, einige unserer Trainer, wir haben ja über 500 Experten, konnten wir nicht mitnehmen. Die haben gesagt, ich kann nur im Persönlichen wirken, ich brauche in der Kaffeepause den Kontakt zu meinen Teilnehmern, ich fühle mich auch nicht wohl mit den digitalen Gedöns, ich möchte nur Präsenz. Die haben sich bei uns, ehrlich gesagt, zu Karteileichen entwickelt. Und deswegen haben wir irgendwann auch gesagt, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Und es kann ja nicht sein, dass ihr, und das kriegen wir von vielen unserer Kunden gespiegelt, die auch andere Trainer noch einsetzen, dass ihr vielleicht nicht das umsetzen könnt, was euer Business gerade braucht, weil eure Trainer nicht in der Lage sind oder keinen Bock darauf haben, jetzt irgendwie sich mal in die digitalen Tools einzuarbeiten. Es reicht nicht, Skype oder Zoom oder Webex oder Teams irgendwie so ein bisschen kennenzulernen, sondern diese Digitalkompetenz ist ein Hygienefaktor. Die müssen ganz souverän damit umgehen können. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich ein Präsenztraining mache oder ob ich sage, okay, jetzt muss ich es digital machen, dann mache ich mein Präsenztraining halt vor der Kamera. Es funktioniert nicht. Die Methodik, die Didaktik, die Vorbereitungszeit ist im Online-Format einfach um Vielfaches höher. Und diesen Preis müssen wir bereit sein, müssen die Trainer bereit sein zu zahlen. Und, das, die Erfahrung haben wir auch gemacht, wir sind auch alle Trainer hier, man braucht eine gewisse Begeisterung, die muss sich entwickeln für die digitalen Tools. Dann habt ihr die Chance, sehr, sehr gute Ergebnisse mit Online-Formaten zu realisieren. Aber ihr seid diejenigen, die die Entscheidung treffen müssen, passen die Trainer, Experten, wie auch immer, noch in die Zukunft, sind die bereit, sich zu 100% für die neuen Themen auch zu begeistern. Bei uns war es nicht der Fall, wir haben einige verloren und andere aber auch dazu gewonnen. Es geht mehr, als wir alle gedacht haben. Ganz ehrlich, ich bin auch agiler Coach und Scrum Master und Design Thinker und so weiter und so fort. Hätte man mich vor einem Jahr gefragt, machst du ein Scrum Training online oder machst du ein Design Thinking Training online, hätte ich gesagt, ich brauche die Interaktion, die Teilnehmer brauchen die Haptik, die müssen sich sehen, die müssen gemeinsam was bauen können mit Lego, Pappe, Knete oder wie auch immer. Ich hätte es vor einem Jahr nicht für möglich gehalten, dass diese Formate, diese Themen sich wirklich auch gut eignen für ein Online-Training, Live-Online-Training. Ich bin heute schlauer als vor einem Jahr. Vielleicht ihr ja auch. Man muss aber auch sagen, wir kriegen nicht 100% Content in den Live-Online-Training wie in dem Präsenzformat. Und deswegen sage ich, 80% des Contents können wir wunderbar und wirkungsvoll in einem zum Beispiel Live-Online-Training vermitteln. Aber 80% heute sind die 900%. Und das müssen wir einfach auf dem Schirm haben. Es geht also nicht, 1:1 den Content in ein Live-Online-Training oder in einen Online-Workshop reinzupressen. Das Ergebnis wird nicht gut sein. Und das Erlebnis eurer Lernenden wird auch nicht so gut sein, wie es sein könnte. Und last but not least hat sich in diesem Jahr auch die Spreu vom Weizen getrennt. Es gibt und gab immer so ein paar Nice-to-have-Themen und es gab Must-have-Themen. Nice-to-have-Themen sind aus unserer, ich sag mal, etwas flapsigen Interpretation alle die Trainings, die Workshops, die vielleicht für ein gutes Wohlbefinden gesorgt haben. Aber wenn ihr damit mit dem Ergebnis zu euren Stakeholdern geht und sagt, liebe Marketingleitung, liebe Vertriebsleitung, liebe IT-Leitung, was hat sich nach dem Training messbar verändert? Und wenn dann die Antwort ist, ja, also der Trainer war nett, die Location war nett und das Catering war auch gut, aber ansonsten eigentlich nichts, dann ist das ein klares Indiz dafür, dass es ein Nice-to-have-Thema ist, was eigentlich keiner braucht und wofür ihr wahrscheinlich im nächsten Jahr weder Zeit noch Budget haben werdet. Dahingegen gibt es Must-Have-Themen, das sind die Themen, wo wir sagen, damit könnt ihr entweder den Umsatz mehren, also möglicherweise ein wirklich starkes Vertriebstraining oder vielleicht auch ein starkes Verhandlungstraining, also wo ihr den Umsatz mehren oder aber die Kosten reduzieren könnt. Also Beispiel Verhandlungstraining im Einkauf, das sind so Themen oder ein Vertriebstraining im Sales-Bereich, wo wir gerade ganz viel Anfragen erhalten. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ein paar Themen vielleicht vor einem Jahr noch so ein bisschen soft betrachtet wurden, zumindest vom Top-Management, sowas wie Empathie, Führen mit Wertschätzung, Führen über Ziele und weniger über Command and Control. Da haben viele Top-Manager uns im letzten Jahr noch so ein bisschen belächelt und geschmutzt und gesagt,
was habe ich denn damit zu tun? Und wo wir jetzt erleben, dass das Thema Empathie eine andere Bedeutung hat, weil Top-Manager sehr stark auch zum ersten Mal selber betroffen wurden. Die sitzen ja genauso im Homeoffice wie die Mitarbeiter auch und stellen fest, puh, hier komme ich aber an meine Grenzen. Jetzt rennt meine Familie hier durchs Bild. Ich habe noch nie so viele Familienmitglieder von Personalvorständen gesehen wie in den letzten Monaten, weil die zu Hause ihre Kamera aktiviert haben und dann rannten da die Kinder und die Partnerinnen und Partner durchs Bild. Also Empathie ist ein Thema, wo viele gesagt haben, das war nice to have, ist jetzt vielleicht ein must have. Also das sind so einige Learnings aus dem letzten Jahr. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr da gemacht habt. Wir sagen, fokussiert euch auf die Must-Have-Themen, die mehr Umsatz bringen, Prozesse beschleunigen, digitalisieren und damit vielleicht Prozesskosten reduzieren. Das vielleicht mal ganz schnell dazu. Jetzt ist es ja so, wir haben es eben auch in diesem Golden HR Circle gezeigt, immer darauf erpicht, dass ihr ganz nah am Business seid, dass ihr versteht, was sind die brennendsten Fragen meiner Führungskräfte. Dafür haben wir ein Tool entwickelt, weil wir wissen, eine Auftragsklärung mit den Führungskräften ist immer so ein bisschen schwierig. Die tun das Thema ab, die nehmen sich wenig Zeit in der Tendenz dafür und sagen, mach doch mal einen Vorschlag. Und die gehen selber selten ins Commitment. Um euch da noch stärker zu unterstützen, haben wir ein Tool entwickelt, das wir aber jetzt wirklich nur ganz kurz beleuchten, weil dafür haben wir ein eigenes Webinar, das wir euch auch anbieten werden später, kostenfrei natürlich. Das ist der Guide Auftragsklärung. Dieser Guide, so sieht er aus, also auf der linken Seite seht ihr das Deckblatt, auf der rechten Seite seht ihr nur die erste Dimension, nämlich das Projektziel. Der ist ziemlich umfangreich und sehr strukturiert und der versetzt euch in die Lage, bestmöglichst vorbereitet in die Gespräche mit euren Stakeholdern, mit euren Führungskräften zu gehen, um genau rauszukitzeln, was muss ich jetzt von dir wissen, um dich im nächsten Jahr mit dem richtigen Führungskräftetraining, dem richtigen Workshop, dem richtigen Coaching unterstützen zu können. Wie gesagt, das jetzt nur in aller Kürze. Wir stellen euch das in einem der nächsten Webinare nochmal fundiert vor. Jetzt nochmal ganz kurz zu den Formaten. Offline, online, blended. Wann solltet ihr auf welches Format zugehen und zugreifen? Die Frage ist ja, welches Ziel möchtet ihr mit eurem, bleiben wir vielleicht beim Führungskräftetraining oder beim Training, welches Ziel möchtet ihr genau erreichen? Möchtet ihr eine reine Wissensvermittlung machen? Dann sagen wir, das könnt ihr wunderbar im Online-Format machen, beispielsweise mit einem im Vorfeld maßgeschneidert aufgezeichneten E-Learning. Ne? Also E-Learnings müssen natürlich einmal auch konzipiert und einmal produziert werden. Das kostet natürlich auch ein bisschen Geld, ist ja klar. Aber dafür könnt ihr es ohne Ende skalieren, egal ob ihr dann nachher 15, 50 oder teilweise tausende Mitarbeiter damit beglücken wollt. Einmal produziert, könnt ihr es einfach wunderbar verwenden, um reines Wissen zu vermitteln. Es gibt einige Unternehmen, die bauen jetzt gerade so ein Learning Management System auf oder andere haben es schon. Da kann man also wunderbar da die E-Learnings reinpacken, in kleine Learning Nuggets unterteilen und dann den Mitarbeitern und Führungskräften zur Verfügung stellen. Wollt ihr reine Wissensvermittlung oder aber wollt ihr eine Verhaltensänderung als Ergebnis haben? Natürlich ist klar, wenn es um Verhaltensänderung geht, dann müssen die Lernenden Gewohnheiten, die sich teilweise über Jahrzehnte etabliert haben, ablegen, also verlernen, um Platz im Kopf zu schaffen, neues Wissen und neue Verhaltensweisen zu etablieren. Das kriegen wir natürlich nicht mit dem einfachen E-Learning oder sagen wir mal einem einmaligen Live-Webinar, wo dann 100 Leute dabei sind, hin, sondern dafür brauchen wir Training, dafür brauchen wir Erleben, dafür brauchen wir ein Feedback aus der Gruppe und von Trainer oder Trainerin, dafür brauchen wir die Diskussion und so weiter und so fort. Dafür brauchen wir also ein bisschen mehr als nur ein E-Learning. Also das ist erstmal das Erste, wo wir sagen, stellt euch die Frage reine Wissensvermittlung oder Verhaltensänderung. Oftmals geht es ja wirklich um Verhaltensänderung. Und dann ist natürlich noch das Thema, Online-Formate, digitale Formate sind natürlich ideal, um effizienter arbeiten zu können, in Teilen auch effektiver, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und hier der Hinweis, auch dafür haben wir ein Webinar, nämlich Smart Kosten sparen und digitalisieren in der Personalentwicklung. Wie gesagt, da sprechen wir nachher nochmal kurz drüber. Die erste Frage, wann macht welches Format Sinn? Wissensvermittlung oder Verhaltensänderung? Und die zweite Frage ist, welche Lernstufe soll denn erreicht werden? Reicht es,
dass wir einfach schon mal davon gehört haben wollen. Mal ein Beispiel. Wir sind in einigen eher klassischen Konzernen unterwegs, wo die Personaler sagen, wir möchten unsere, sagen wir mal, eher seniorigeren Führungskräfte mit dem Thema Agilität in Berührung bringen. Die sollen einfach mal davon gehört haben, was Scrum ist, was Design Thinking ist oder New Work oder was auch immer. Dann ist die Lernstufe eher gering, sondern es geht darum, einfach mal einen Impuls zu setzen. Dann ist dafür zum Beispiel so ein aufgezeichnetes E-Learning oder vielleicht auch ein Live-Webinar, das über eine Stunde geht. Da gibt es unterschiedliche Namen, ein Espresso-Bar oder Lunch and Learn und ihr habt vielleicht andere Begrifflichkeiten dafür, wenn ihr damit schon arbeitet, völlig ausreichend. Also habe ich schon mal gehört, bezeichnen wir als Kennen. Lernstufe gering, können wir wunderbar mit dem aufgezeichneten E-Learning machen oder mit dem Live-Webinar. Wollen wir aber mehr, sollen die Teilnehmer, die Lernenden etwas können, dann müssen wir auch ein bisschen mehr da rein investieren. Dann ist die Lernstufe nämlich entsprechend höher und dann müssen wir mindestens mit dem Live-Webinar oder vielleicht auch besser schon mit dem Live-Online-Training arbeiten. Eine weitere Lernstufe, nämlich das beherrsche ich, also damit möchte ich auch arbeiten können. Dann ist die Lernstufe so hoch, dass wir idealerweise, wenn denn die Rahmenbedingungen stimmen, vielleicht zum Präsenztraining übergehen müsst. Wir legen immer sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Und deswegen empfehlen wir euch, egal mit wem ihr das dann am Ende des Tages macht, ein dreistufiges Vorgehen. Oftmals geht es um reine Wissensvermittlung. Also irgendwelche Modelle oder so, die im Vorfeld wunderbar über ein E-Learning schon mal vorgefüttert angeteasert werden können. Das kann zum Beispiel ein einstündiges E-Learning sein, das aufgezeichnet wurde und das sich die Teilnehmer vor dem nächsten Schritt einfach anschauen, um die alle auf eine Stufe zu bringen. Im zweiten Step empfehlen wir dann entweder, wenn möglich, ein Präsenztraining oder ein Live-Online-Training. Oftmals über 2 Tage, kommt ganz drauf an, wie groß und umfangreich und komplex das Thema ist. Aber ein 2-tägiges Training, egal ob online oder offline, reicht trotzdem nicht, um Gewohnheiten wirklich zu verändern. Denn was passiert? Wir verfallen wieder in unsere alten Gewohnheiten zurück, spätestens wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Und deswegen ist es wichtig für die Teilnehmer, dass sie wissen, in zum Beispiel 2 Monaten kann ich mich wieder zu diesem Thema damit beschäftigen. Und deswegen empfehlen wir dann nochmal ein Online-Training oder ein Online-Coaching, wo die Teilnehmer einfach nochmal die Möglichkeit haben, untereinander und mit dem Trainer über ihre Erfahrungen im Umgang mit zum Beispiel der neuen Methode, mit dem neuen Führungsmodell etc. zu diskutieren, auszutauschen und dann nochmal ein paar Impulse zu bekommen. Das ist etwas, wo wir sagen würden, geht da mehrstufig vor, wenn ihr wirklich auch Wirkung erzielen wollt. Genau, um da auch nochmal zu ergänzen, genau an dieser Stelle, ist es ja so, dass auch durch Trainings, wenn wir, sagen wir mal, unser Personal oder Personalentwicklungscontrolling an der Stelle einsetzen, Kosten entstehen. Das sind die Tagessätze, das sind die direkten Kosten, die durch das Training entstehen. Was wir oft nicht auf unserer eigenen Agenda haben, beziehungsweise nicht bei uns selbst im Bereich verbuchen müssen, sind die Opportunitätskosten, die natürlich in den Fachbereichen entstehen. Diese ganze Webinarreihe hier hat natürlich auch zum Ziel, die eigene Arbeit im Unternehmen noch stärker zu positionieren und den eigenen Businessbezug stärker herzustellen. Wir können es natürlich auch, so eine Vorgehensweise können wir sehr gut nutzen, um zu zeigen, wie ein HR-Bereich, wie die eigene Arbeit in so einer Krise wie Corona oder in generellen Zeiten, wo auf das Budget geachtet werden muss, noch weiter auch auf Ziele der Fachbereiche oder vor allen Dingen der Finanzabteilung einzahlen, indem wir darstellen können, wie wir zum Beispiel nicht nur im Einkauf des Trainers, im Einkauf des Hotels, wie auch immer, Kosten gespart haben, sondern vielleicht auch die Opportunitätskosten so stark und dramatisch reduziert haben, weil wir natürlich große Teile digital dargestellt haben, Führungskräfte nicht mehr anreisen mussten. Aus dem Führungskräftetraining haben wir mal eine Durchrechnung gemacht, dass es da in der Regel bei so einem klassischen mittleren Management Führungskräftetraining 3.000 Euro pro Führungskraft ungefähr kostet, die einen Tag überhaupt da zu haben, ne, um aus dem Business rauszuziehen etc. Wenn man sowas mal darstellt und transparent macht und sagt, ja, okay, wir haben hier und da Kosten gespart, aber schauen Sie mal, welche Opportunitätskosten wir vermieden haben durch unsere Art und Vorgehensweise, ist es auch nochmal die Möglichkeit, die eigene Arbeit nochmal stärker auch in den Vordergrund zu richten und zu zeigen, welchen Beitrag man in der Phase gerade auch richtet. Super, vielen Dank, Jean, für deine Ergänzung an der Stelle. Wir haben in der Weiterbildung ein Feigenblatt. Wir haben da einen blinden Fleck, der uns auch nicht selten vorgeworfen wird. Wir spüren momentan
noch stärker als im vergangenen Jahr den Wunsch nach Nachhaltigkeit in der Personalentwicklung. Und das bedeutet ja auch, die Kraft, die PS aus dem Training heraus, aus dem Workshop heraus auch wirklich auf die Straße zu bringen. Das ist der Wunsch. Die Realität ist allerdings, und das ist empirisch wissenschaftlich auch erwiesen und gemessen worden, dass die Transferquote lediglich bei 10% liegt. Das heißt, machen wir heute ein Training, sagen wir über 2 Tage, dann realisieren die Lernenden nach 6 Monaten lediglich 10% in ihrem täglichen Business. Und das ist eine Quote, die ist erschreckend. Wir haben als Ansprechpartner nicht nur HR-Expertinnen und Experten, sondern auch Vorstände, Geschäftsführer, Top-Manager. Und die kennen vielleicht nicht die Zahl genau, aber die haben im Hinterkopf immer, bringt das, was HR da baut, was HR da entwickelt, mich in meinem Business wirklich weiter? Da vielleicht ein Zitat aus dem Gespräch gestern, Top-Führungskraft aus einem großen Autokonzern, Weltkonzern, der mir sagte, also der ist für den Bereich R&D verantwortlich für das Thema Agilität und so weiter. Und er sagte mir, HR ist gut so für die Basisschulung, aber wenn es um mein Business geht, haben die keine Ahnung davon und dann kümmere ich mich lieber selbst um die Weiterbildung und um die Trainerauswahl. Das war eine Aussage, ungelogen, gestern aus einem Top-Konzern mit mehreren 100.000 Mitarbeitern. Und das ist für mich auch wie ein Schlag in die Magengrube, aber es entspricht leider oftmals der Realität. Und uns geht es aber darum, die Wirkung im Business signifikant zu erhöhen. Und deswegen ist uns das Thema Nachhaltigkeit und Wirkung so wichtig. Nun stellt sich die Frage, wovon hängt das denn ab? Es gibt auch da wieder Studien, die insgesamt über 8 verschiedene Dimensionen gehen. Ich möchte euch jetzt nur die wichtigsten 3, also nach unserer Einschätzung, die wichtigsten 3 ganz kurz vorstellen. Das eine ist natürlich die Person des Lernenden. Ich gehe nur ganz, ganz kurz darauf ein. Wurde der, diejenige geschickt, vielleicht als Ergebnis aus dem Mitarbeiterentwicklungsgespräch, wo der Chef gesagt hat, komm, da hast du eine Baustelle, geh mal in das Training und dann können wir die vielleicht ausmerzen. Der oder diejenige wird nicht sehr motiviert in das Training gehen. Oder ist es etwas, wo die Person selber gespürt hat, da möchte ich mich gerne weiterentwickeln. Das wiederum hat natürlich einen Impact darauf, wie offen man für Neues ist, wie sehr ich bereit bin, mich da auch zu verändern. Überspringe jetzt die letzten beiden Punkte. Das andere ist eher euer To-Do und das To-Do desjenigen, der dann letztendlich das Wissen vermittelt, also Trainer etc. Wie wird die Qualifizierung gestaltet? Wie sind die Transfermaßnahmen? Das haben wir eben kurz besprochen. Was passiert, wenn der Lernende an seine Grenzen stößt? Meistens geht er wieder zurück zu seinem alten Verhalten, wo man sich dann sicher fühlt. Also wie ist das Rückfallmanagement? Und ganz, ganz wichtig, wie ist das Umfeld? Stellen wir uns vor, wir waren letzte Woche, Donnerstag, Freitag im Training. Am Montag kommen wir wieder ins Business und dann ist erstmal das Mailpostfach voll. Dann haben meine Kollegen, meine Chefs und so weiter mir den Kalender vollgeknallt und ich habe überhaupt keine Zeit, das, was ich gelernt habe, wirklich mal für mich ein bisschen zu üben. Dann ist natürlich die Transferquote sehr gering, aber das ist oftmals die Realität. Wie unterstützt mich meine Führungskraft? Wie unterstützen mich meine Kollegen? Wie ist das Feedback? Ist das ermutigend? Sagen die, hey Mann, zeig mal her und was hast du da gelernt? Oder sagen die, ach, man merkt schon, du kommst vom Training und jetzt kommst mit irgendeinem Firlefanz um die Ecke. Dann ist natürlich die Transferquote auch wieder gering. All das, was wir hier, by the way, vorstellen, findet ihr dann auch in der HR Performance Toolbox, zu der wir nachher ein bisschen mehr erzählen. Deswegen, wir machen jetzt hier einen Schnelldurchlauf. Wichtig ist mir nur, dass ihr letztendlich diejenigen seid, die zum Beispiel das Commitment der Führungskräfte einholen sollten, damit die Führungskraft eben nicht einen hämischen Kommentar macht, sondern wirklich viel Feedback gibt und den Raum gibt, die Ressourcen gibt, dass die Mitarbeiter auch wirklich das neue Verhalten auch implementieren und etablieren. Nächster Punkt ist, was sind denn die Herausforderungen im nächsten Jahr? Alleine das, da könnte ich einen ganzen Tag drüber sprechen, vieles davon werdet ihr wissen, aber wir haben einfach nur ganz wenig Zeit jetzt, deswegen gehe ich nur ganz kurz auf die Themen ein. Punkt Leadership. Die Führungskräfte sind doch diejenigen, die durch ihr Führungsverhalten die Kultur in eurem Unternehmen prägen, das ist euch bewusst. Die Mitarbeiter kommen wegen des Unternehmens und gehen oftmals wegen der Führungskräfte. Auch das wisst ihr. Das ist kein neuer Spruch, der ist alt, der ist auch nicht von mir, aber er ist immer noch wirksam. Wenn die Situation doch so ist, wie ich sie gerade beschrieben habe, wie wirkt es sich dann aus, wenn wir Anfang des Jahres die Führungskräfte
ins Homeoffice schicken, oftmals unvorbereitet, und sagen, okay, im Office geht es jetzt nicht mehr wegen Hygiene und so weiter, jetzt führ von zu Hause aus und ja, probier es einfach mal. Tu dein Bestes. Das ist die Situation, die wir in ganz vielen Unternehmen erlebt haben. So, wenn die Führungskräfte im Office, also im direkten Kontakt mit den Mitarbeitern, noch Wachstumsbereiche hatten, wie wirkt sich das jetzt darauf aus, dass sie jetzt das Gefühl haben, ich habe einen Kontrollverlust, ich sehe ja gar nicht mehr, was meine Mitarbeiter tun, also muss ich ja mehr kontrollieren, also noch mehr kontrollieren. Wirkt sich das auf die Motivation der Mitarbeiter positiv aus? Nein. Und genau deswegen ist das Thema digitale Führung, dezentrale Führung eben nicht mit Command and Control, sondern mit Wertschätzung, mit Empathie, mit Vertrauen, mit mehr mit Zieldefinition, also Ziele vereinbaren und dann auch mal lange Leine lassen, morgen, im nächsten Jahr, noch wichtiger als in diesem Jahr. Das solltet ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Gleiches gilt natürlich für die Mitarbeiter. Die haben sich vorher vielleicht im Büro regelmäßig gesehen oder sich gegenübergesetzt. Die sitzen jetzt alleine im Homeoffice, wo teilweise vielleicht noch Familienumfeld da ist, wo Störungen da sind, wo man nicht weiß, was machen die anderen jetzt. Also mache ich es auch mal, wo Überschneidungen entstehen, aber auch Dinge vergessen werden, wo man vielleicht nicht so gut miteinander kommuniziert, keine Feedback-Regeln hat. Genau das sind die Probleme von heute, die wir erleben, die auch ihr sicherlich erlebt und wo wir im nächsten Jahr die Kollaboration deutlich verbessern müssen. Das Thema Change und Transformation ist ein großes. Euer Unternehmen verändert sich heute wahrscheinlich noch viel schneller als im letzten Jahr. Wie gehen wir mit dieser Veränderung um? Bieten die Führungskräfte da Sicherheit im Umgang mit Veränderung? Change und Transformation sollte auf jeden Fall auf dem Zettel stehen. Viele Unternehmen planen jetzt gerade Stellenabbau. So traurig das auch ist, aber es ist die Realität. Ein eigenes Beispiel, wir hatten vorgestern ein Webinar zum Thema fair und konsequent Personal abbauen bzw. umbauen. Wir hatten noch nie so viel Zulauf von Personalleitungen wie zu diesem Webinar, das vorgestern stattgefunden hat. Und das ist für uns wie ein Frühindikator. Man kann das natürlich auch in der Presse lesen. In dieser Woche geht gerade Continental durch die Presse, die jetzt in Aachen ein Werk schließen mit 1800 Mitarbeitern. Die Lufthansa, die noch mehr abbaut als eh schon geplant, und viele andere Beispiele habt ihr im Kopf. Vielleicht betrifft es auch euer Unternehmen. Hoffentlich nicht, wahrscheinlich ist es aber so. Wie geht ihr mit der Situation um? Können eure Führungskräfte gute Trennungsgespräche führen? Sind die dazu in der Lage, klar zu kommunizieren, klar und dennoch wertschätzend? Wenn ihr vielleicht auf der einen Seite Personal abbauen müsst und auf der anderen Seite aber aufbauen müsst, das erleben wir gerade bei vielen Kunden, zum Beispiel im Energiesektor. Kraftwerke werden geschlossen, weil die Kohle ab 2038 wegfällt, und auf der anderen Seite müssen die in regenerative Energien investieren. Oder Automobilbranche, Verbrennermotoren, heute nicht mehr wirklich erwünscht, aber Elektromobilität und Wasserstoff geht gerade durch die Decke. Dann müsst ihr hier abbauen und da aufbauen. Oder vielleicht sagt ihr auch, unser Unternehmen geht gerade durch eine Talsohle, aber in 2 Jahren geht es wieder hoch. Wir wollen die Mitarbeiter, die wir mühsam ausgebildet haben, nicht verlieren. Dann müsst ihr dafür smarte Konzepte haben. Also das solltet ihr auch im Zettel haben. Und dann haben wir last but not least, es gibt noch andere, aber trotzdem last but not least in dieser Aufzählung, das Thema Future Skills. Wie sieht es aus mit künstlicher Intelligenz? Inwieweit kann Blockchain für euch, für euer Unternehmen in den einzelnen Fachbereichen ein Thema sein? Das solltet ihr unbedingt auf dem Zettel haben, auch wenn ihr dafür keine ITler sein müsst. Ihr müsst wissen, ob das für eure Fachbereiche relevant ist heute oder relevant werden kann im nächsten Jahr. Genau, um da auch nochmal zu ergänzen, jetzt auch gerade bei dem letzten Punkt, dem Punkt Future Skills. HR hat verschiedene Rollen. Wir haben natürlich die Rollen auch des internen Dienstleisters, der wirklich bedarfsorientiert die Bereiche, sagen wir mal, abklappert und entsprechend Lösungen anbietet. Das andere ist natürlich aber auch die Rolle eines, sagen wir mal, Trendscouts. Der Megatrend Digitalisierung wurde in Deutschland unfassbar heftig verpennt. Das ist ja dieses Jahr extrem klar geworden. Und HR hat oder kann sich natürlich auch da sehr gut positionieren, um quasi in diese Rolle hineinzugehen, um ganz klar zu machen, auch Fachbereiche, wo sich vielleicht dann die Führungskräfte noch ein bisschen streuen, um auch sich für zu gewissen Themen zu öffnen, da klare Argumentationslinien auch zu fahren, warum zum Beispiel, wie das Beispiel von Oliver gerade genannt, KI überhaupt nicht mehr zu vermeiden ist, und was passiert, wenn man nicht auf Grundlage von enorm großer Datenverarbeitung Entscheidungen im Unternehmen treffen kann, wie man da die Performance steigern kann, Messbarkeiten herstellen kann, die es so noch nicht gegeben hat. Und da ist es
wichtig, auch für HR, sich in eine Position zu versetzen, die Fachbereiche auch so ein bisschen in die eigene, sagen wir mal, Zukunftsfähigkeit hinein zu drücken, zu pushen. Und das geht natürlich nur, wenn man in den Themen, sagen wir mal, ausgebildet ist, sich einigermaßen damit auskennt, aber vor allen Dingen versteht, wie die Anwendungsmöglichkeiten in den eigenen Fachbereichen sind. Warum braucht Fachbereich A, B, C solche Lösungen? Dann geht es nicht darum, jetzt hier Programmieren, jede Führungskraft zum Programmierer oder Algorithmusversteher auszubilden, sondern einfach nur Anwendungsmöglichkeiten klar und transparent zu machen. Eine Anwendungsmöglichkeit, danke Jean für die Ergänzung. In eurem Bereich kann es zum Beispiel sein, vielleicht steigt in dem einen oder anderen Fachbereich gerade die Fluktuation. Jetzt habt ihr unfassbar viele Daten, die ihr vielleicht heute schon nutzt, vielleicht aber auch nicht. Zum Beispiel aus der Eheakte, aus Mitarbeiterbefragungen, aus irgendwelchen Great Place to Work Sachen und so weiter. All das bietet Daten, die vielleicht jetzt brach liegen in der großen Wolke und die ihr aber nutzen könnt, um Entscheidungen, unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und dazu befähigt euch KI. Dafür müsst ihr keine IT studieren oder sowas, haben wir auch nicht gemacht, sondern ihr müsst einfach verstehen, welche Anwendungsfelder es für euch konkret, aber genauso für die Fachbereiche IT, Marketing etc. geben kann. Das vielleicht mal zu den Herausforderungen aus diesem Jahr. Was bedeutet das jetzt für euch im nächsten Jahr? Also was sind unsere Impulse? Worum solltet ihr euch idealerweise kümmern? Ich gehe jetzt hier gar nicht mehr tief darauf ein, weil ein bisschen was haben wir schon beschrieben. Wir haben schon gesagt, Leadership und virtuelle Führung ist elementar. Wir haben in diesem Jahr viele Erfahrungen gemacht, dass Homeoffice doch funktionieren kann und auch funktioniert und virtuelle Kollaboration im Team zum Beispiel. Aber trotzdem sind wir da noch nicht am Ziel und wir erleben immer wieder, dass es da, sagen wir mal, eine erste Experimentierphase gab, ne, wo wir das auch einfach mit den Betriebsräten eingeführt haben. Jetzt rüsten wir nach, machen Betriebsvereinbarungen, sagen wir mal, um die Mitbestimmung auch da zu befriedigen. Aber jetzt müssen wir die Mitarbeiter auch befähigen, wirklich das Potenzial von Homeoffice auch auszunutzen. Change und Transformation haben wir eben drüber gesprochen. Euer Unternehmen wird sich mit Sicherheit weiter verändern und digitaler werden, dass ihr da wirklich auch die Unterstützung liefert, die das Business braucht. Offboarding, Personalumbau habe ich eben beschrieben. Geht nicht auf alles ein. Agilität und Digitalisierung ist ein Thema, da haben viele Top-Manager gedacht, Agilität, das ist ein Nice-to-have-Thema, da können die mal so ein bisschen in der IT experimentieren, aber eigentlich betrifft uns das nichts, weil es bringt keinen Mehrwert. Die haben es nicht verstanden, die Diskussion haben wir heute noch teilweise mit Top-Managern, die nicht verstehen, dass Agilität kein Beauty-Contest ist, sondern Agilität uns dahin bringt, kundenzentrierte Produkte, Hardware, Software oder Dienstleistungen zu entwickeln. Und das ist noch nicht überall angekommen und Agilität ist eben mehr als 2 Tage Scrum-Training. Das sind die Themen, die ihr aus unserer Wahrnehmung heraus auf Zettel haben solltet, wenn es nicht ohnehin schon so ist. Genau, vielleicht ganz kurz noch eine kurze Ergänzung zu der vorangegangenen Folie. Hier ist es manchmal auch bei einigen Themenstellungen, zum Beispiel Change Management und Transformation. Wir erleben es sehr oft, dass gerade Change-Themen außerhalb von HR beschlossen werden. Das heißt, dass HR sehr spät eingebunden wird in solche Themen. Das ist einfach oft praktische Realität. Die Geschäftsführung, der Fachbereich, die Fachbereichsleitung hat schon, sagen wir mal, eine Unternehmensberatung des Vertrauens mit drin. Da oben wird konzipiert und HR wird häufig dann eher als Umsetzungsbegleiter wahrgenommen. Wenn das Setting so ist, dann macht es tatsächlich Sinn, wenn das Setting aktuell so ist und das Vertrauen der eigenen, sagen wir mal, Geschäftsleitung noch nicht so stark ausgebaut ist in HR, dass man sehr, sehr früh in solche Prozesse einbezogen wird, dann macht es tatsächlich Sinn, dass sich so schon mal aufstellen zu können, auch entsprechend reagieren zu können, wenn dann so eine Anfrage kommt. Das heißt, zum Beispiel eigene Programme eher vielleicht in Richtung Umsetzungsbegleitung, die Ausbildung von Führungskräften zu Change-Multiplikatoren in die Wege zu leiten oder entsprechende Konzepte schon mal parat zu haben, dass wenn die Geschäftsleitung auf jemanden zukommt und sagt, so, wir müssen jetzt hier den großen Change machen, haben wir mit Unternehmensberatungen unseres Vertrauens entschlossen, jetzt seid ihr dran, das umzusetzen, sofort Antworten geliefert werden können und beim nächsten Mal vielleicht das Vertrauen schon ein bisschen höher ist und gesagt wird, irgendwie HR ist bereit für Change, war ready, war letztens ein sehr starker Partner, beziehungsweise diese jetzt auch in die strategischen Überlegungen vorher mit ein. So kann man nach und nach auch an der Stelle nochmal die Botschaft, die eigene Positionierung auch nachhaltig verbessern. Danke Jean für die Ergänzung. Das heute soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein. Ihr sollt einfach wissen, hinter jedem dieser Kernthemen
stecken bei uns eine Vielzahl von Trainingskonzepten, die wir einfach schon etabliert haben, die wir in vielen Unternehmen auch realisiert haben. Wenn ich sage Konzepte, dann sprechen wir immer über Grobkonzepte, weil wir haben eine Inhouse Academy, wo wir auf der einen Seite natürlich bewährte Trainingskonzepte und Workshop-Konzepte haben, aber wir wissen und uns ist bewusst aus eigener Erfahrung, jedes Unternehmen ist sehr individuell. Und das, was in dem einen Unternehmen funktioniert hat, muss in dem anderen Unternehmen noch lange nicht funktionieren. Und deswegen entwickeln wir jedes Grobkonzept nach einem genauen Briefing, nach einer genauen Auftragsklärung mit euch so und maßschneidern das so, dass es genau auf eure Zielgruppe auch passt. Wir ersparen euch jetzt irgendwie die Vorstellung von 60 Trainingskonzepten und Themen, sondern sagen, wir kürzen hier an der Stelle das Thema ab, senden euch aber, wenn wir die Präsentation zu diesem Webinar haben, ne, also die Präsentation bekommt ihr auch so, wie ihr es jetzt gesehen habt, senden wir euch einfach die Inhalte unserer Online Academy bzw. Inhouse Academy mit. Und wenn ihr sagt, das eine oder andere Training ist für mich spannend, dann möchte ich mehr darüber erfahren, dann sprecht uns gerne an. Ich denke, Jean wird, falls er es nicht schon hat, ich habe jetzt das Fenster bewusst geschlossen, schon seine Kontaktdaten in den Chat reingeschrieben. Ihr habt unsere Kontaktdaten und könnt uns da gerne ansprechen. Dann machen wir nochmal weiter. Mal gesetzt den Fall, wir würden zusammenarbeiten. Und das machen wir mit ganz vielen Unternehmen. Ist uns wichtig, dass ihr wisst, dass wir am Anfang erstmal eine sehr fundierte Bedarfsermittlung machen. Die machen wir mit euren Fachbereichen, also natürlich in enger Abstimmung mit euch, oder geben euch einfach unseren Guide zur Auftragsklärung mit, sodass ihr die Auftragsklärung mit euren Stakeholdern machen könnt und dann genau wisst, was braucht ihr, welches Training, mit welchen Inhalten, welchen Übungen, mit welchen konkreten Wordings aus den jeweiligen Fachbereichen, sodass das Training, wenn es jetzt ein Training wäre oder das Trainingsprogramm, auch wirklich maßgeschneidert für euer Business ist. Wir würden im zweiten Step dann gucken, wenn wir jetzt euer Briefing haben, welcher Experte aus unserem Netzwerk passt genau auf dieses Training. Wenn ihr schon welche habt und sagt, übernehmt das für uns, machen wir das auch mit euren Experten. Fakt ist, ihr sollt wissen, wir haben ein großes Netzwerk mit über 500 Coaches, Trainern etc. und würden aus diesem dann den oder die passenden raussuchen und euch vorstellen mit dem Profil und dann aber auch im Rahmen einer persönlichen oder Zoom-Konferenz oder wie auch immer. Wenn beide Seiten das grüne Licht geben, geht es in die Konzeption. Dann beauftragen wir den Experten, das Konzept zu erstellen und achten dabei natürlich auf praxisnahe Übungen, was eine Voraussetzung für Nachhaltigkeit ist. Wir machen auch die Terminkoordination, wann wollt ihr, dass das Training stattfindet, wann ist der Experte verfügbar etc., sodass ihr euch da um ganz, ganz wenig kümmern müsst. Und auch nach dem Training holen wir die Evaluation ein. Nicht nur direkt nach dem Training, dann sind die Eindrücke frisch, sondern auch zum Beispiel 2 Monate nach dem Training, um dann wirklich nochmal messen zu können, ist das, was wir danach gesagt haben, nach 2 Monaten immer noch Bestand. Und wenn möglich, und oftmals ist das sinnvoll, machen wir dann nochmal so ein Refresher-Seminar, online meistens, um die Kosten auch gering zu halten, maßgeschneiderte Coaching-Angebote für einzelnen Nachbedarf etc. Also nur, dass ihr wisst, wir haben da ein sehr etabliertes und bewährtes Vorgehensmodell, wie wir Unternehmen ganz, ganz individuell auch unterstützen können. Ich habe jetzt noch mal eine Frage an euch. Nehmen wir einfach mal an, ihr sucht einen neuen Experten, Expertin zu einem Thema, sagen wir mal zu dem Thema dezentrale Führung, also ein Leadership-Trainer, der damit einfach viel Erfahrung hat. Und ihr habt noch niemanden, und macht euch jetzt auf die Suche. Ne, ihr geht vielleicht ins Internet und guckt erstmal, wer kann das, sprecht denjenigen an, geht in die Mail-Kommunikation, ladet den vielleicht dann irgendwann zum Interview ein, macht ein Rollenspiel, besprecht die Konditionen bis hin zur fertigen Vertragsunterschrift. Wie viel Stunden Zeit investiert ihr in die Suche nach diesem einen neuen Experten? Bitte seid so nett. Und tragt einfach mal ganz kurz nur eine Zahl aus dem Bauch raus ins Chatfenster ein. Wie viele Stunden braucht ihr dafür? So, den Chat habe ich im Blick. Ist jetzt noch ruhig. Genau, 3 Stunden haben wir einmal schon mal bekommen. Mhm. Vielen Dank an Rose. 4 Stunden, 3 bis 4 Stunden. Mhm. 3 bis 7 Stunden, schon ein bisschen länger, wieder 3 bis 4 Stunden. Gerade in dem Bereich 3-4 Stunden da scheint so ein bisschen sich unser Mittelwert zu bewegen. Mhm. Okay, super. Die maximal 3 Stunden einmal bekommen, da sind die etablierte Prozesse wahrscheinlich auf jeden Fall auch schon am Werk.
Ja, okay, dann seid ihr da relativ schnell. Also die Unternehmen, mit denen wir uns so neu unterhalten, die sagen uns, je nachdem, ne, wie viel Energie man auch rein investieren kann, liegen die so zwischen 5 und 10 Stunden. Ne, ihr seid jetzt vielleicht bei 3 bis 4 Stunden, dann seid ihr schon relativ schnell unterwegs. Mal einfach nur eine kurze Aussage, unsere Kunden investieren in die Suche nach neuen Experten zwischen 15 Minuten und einer Stunde, maximal eine Stunde. Wie wir das machen, das erklären wir euch in einem der nächsten Webinare. Wir zeigen euch gleich, wann die Termine sind, ohne dass das mehr kostet. Einfach mal 3-4 Stunden Zeit sparen, allein für das Onboarding neuer Experten. Das ist das, was wir euch anbieten können. Wir sind jetzt um 10.51 Uhr mit dem inhaltlichen Part fast am Ende. Was ist uns wichtig, was liegt uns wirklich am Herzen, was bei euch hängen bleiben soll? Dir ist bewusst, wann welches Format, online, offline, blended, am effektivsten ist und wie ihr Opportunitätskosten reduzieren könnt. Ihr seid sensibilisiert auf das Thema Nachhaltigkeit und Transferstärke. Das ist am Ende das, worum es geht, dass das, was trainiert ist, auch im täglichen Doing, im operativen Arbeiten auch umgesetzt wird und dann die Ergebnisse erzielt, die auch im Vorfeld hoffentlich mit den Stakeholdern messbar definiert wurden. Ihr kennt die Themen 2021 und ihr wisst, wie ihr die effektiv realisieren könnt. Das haben wir eben beleuchtet und ihr bekommt die Präsentation auch nochmal mit. Dann könnt ihr das abgleichen mit den Bedarfen aus euren Fachbereichen. Und wenn ihr das umsetzt, könnt ihr euch noch stärker als vielleicht heute als Gestalter positionieren und noch mehr Wirkung erzeugen. Es ist euch doch auch wichtig, Wirkung zu erzielen. Und je proaktiver ihr diese Themen angeht, desto stärker werden die Ergebnisse auch sein fürs Business. Und das könnt ihr natürlich wunderbar auch mal ein bisschen trommeln, an die Geschäftsführung, an den Vorstand kommunizieren und damit noch mehr euch selber als Gestalter und proaktiver Treiber der Unternehmensstrategie positionieren. Ich habe es ja eben schon ein paar Mal kurz angedeutet. Das heute ist ein Modul aus einer Webinarreihe. Für diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, HR-Strategie oder Stakeholder noch besser verstehen und KPIs auch noch besser verstehen, deren Sprache sprechen, das hätte mich jetzt auch interessiert, dem möchte ich Folgendes anbieten. Und zwar haben wir nächste Woche schon das nächste Webinar, Smart Kosten sparen und digitalisieren, wir sprachen kurz drüber, haben dann am 21. wieder das Webinar HR-Strategie. Da zeigen wir euch auch, präsentieren wir euch ein paar sehr mächtige Tools, die wir euch auch kostenfrei zur Verfügung stellen. By the way, die Webinare sind ja auch kostenfrei, aber die Tools bekommt ihr auch. Am 28. dann nochmal das Webinar Stakeholder noch besser verstehen und Stakeholder KPIs. Wir haben ein KPI-Glossar entwickelt, das wir euch dann vorstellen, sodass ihr noch besser versteht, woran werden eigentlich die Führungskräfte ganz konkret gemessen. Ich lade euch also herzlich dazu ein, auch am nächsten Mittwoch ist das, glaube ich, beim Webinar mit dabei zu sein. Und jetzt übergebe ich nochmal an dich, Jean, weil das Webinar ist nun kleiner. Ich würde gerne mal zurückspringen hier an der Stelle. Sehr gerne. Genau, an der Stelle nämlich auch nochmal zur Ergänzung, was hier nochmal die Botschaft ja auch in diesem Webinar sein soll. Es ist ja natürlich so, dass wir euch jetzt nicht gesagt haben, macht dieses Training konkret und euch kein starres Vorgehen mit auf den Weg gegeben haben. Falls das jemand sich gewünscht hat, das sind die Themen, um die müsst ihr euch kümmern, alles andere ist egal, dann können wir das nicht liefern. Warum? Weil wir der Überzeugung sind, das ist ja genau das Kernproblem ist. Wir müssen als HR, weil diese Erfahrung machen wir wirklich, wir haben mit zig Geschäftsführern, Bereichsleitern, aber auch Personalleitern, Entwicklern, alles gesprochen. Die Erfahrung machen wir, HR muss in der Breite näher ans Business. Und deshalb geht es natürlich auch darum, genau die eigenen Themen entsprechend auszurichten, zu verstehen, wie können wir den Fachbereichen wirklich auch für die Fachbereiche als Support, als Business, HR-Business-Partner an der Stelle von diesen so wahrgenommen werden. Und das geht natürlich nur, wenn wir uns eher darauf konzentrieren, wie gewinnen wir unsere Themen, als nur darauf konzentrieren, was werden so die allgemeinen Trendthemen fürs nächste Jahr sein. Deshalb hier nochmal so ein bisschen das Vorgehen, was wir hier vorschlagen. Deshalb auf jeden Fall an der Stelle auch. Und jetzt gerne zum nächsten Slide, Oliver, vielen Dank, an unser Angebot, dass eure eigene Situation nochmal individuell zu beleuchten. Da machen wir gerne gemeinsam dann ein einstündiges Zoom-Beratungsgespräch, wo wir uns einfach treffen oder falls Zoom datenschutzrechtlich schwierig ist,
auch ein anderer Kanal. Und einfach nochmal eure eigene Situation betrachten und gucken, wie können wir vielleicht aus unserer Erfahrung euch hier die Impulse mit auf den Weg geben, an der Stelle unverbindlich. Da könnt ihr natürlich auch Themen eurer Wahl auch aus den anderen Webinarreihen, falls da Teilnehmer dabei sind, auch mit reinbringen. Der nächste Part ist, dass diese Webinarreihe in ihrer Gesamtheit ein Auszug aus unserer HR Performance Toolbox ist. Das ist ein Produkt, das wir zusammengeschnürt haben, um das, was ich immer wieder hier so ein bisschen in der Spule wieder wiederholt habe, HR insgesamt dahingehend zu befähigen, noch stärker und noch wirkungsvoller als Partner, als Business-Partner im Unternehmen aufzutreten. Und das geht wirklich los. Wie können wir stärker auf Unternehmensziele einzahlen? Wie können wir unsere Arbeit entsprechend ausrichten? Und geht bis dahin, wie wir dann auch entsprechend auftreten vor, ich weiß, falls wir noch einen Slide haben, Oliver, zu der Stelle? Ja, haben wir. Genau, ihr seht hier verschiedene Module. Wie können wir dann später auch HR-Projekte pitchen? Nummer 4, HR Power Talk, das entsprechend rüberbringen und wirklich eine gewisse Strahlkraft auch erlangen, um einfach in der Zukunft mehr Budget, mehr Vertrauen und dadurch auch mehr Wirkung erzielen zu können. Super, und das Ganze eben jetzt gerade noch in einem Aktionspreis für du 690 Euro, wie gesagt, 2 Stunden Coaching ist da auch schon inkludiert, immer wenn neue Module dazukommen. Und da wird ein Modul sondern fair und konsequent Mitarbeiter abbauen oder auch umbauen. Das ist das nächste Modul, das gerade in der Entwicklung ist. Immer neue Module sind in der Entwicklung, kommen da rein und da könnt ihr dann von partizipieren. Also von daher, glaube ich, ein sehr mächtiges, sehr umfangreiches Tool und Programm, das für viele sicherlich auch einen Mehrwert bieten kann. Jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Ich habe es ja schon gesagt, wir führen diese Webinarreihe regelmäßig durch, bekommen immer wieder Impulse und entwickeln uns dann weiter, nehmen neue Themen auf. Und jetzt wäre es super, wenn ihr uns einfach mal ein kurzes Feedback geben könntet, gerne ins Chatfenster oder wenn ihr möchtet, gerne auch mit Mikrofon aktivieren. Seid so nett, schenkt uns euer Feedback, weil das für uns einfach ja unser täglich Brot und wirklich auch ein Geschenk ist. Kritische Anmerkungen auch gerne reinschreiben, davon lernen wir auch gerne. Und wenn ihr einfach jetzt mal ganz kurz in die Tasten klimpert, um uns ein Feedback zu diesem Webinar zu geben, das wäre klasse. Nehmen wir uns mal darauf freuen wir uns. Und ansonsten ist es so, dass natürlich auch Fragen, die ihr vielleicht noch zu den Inhalten hattet, hier gerne eingestreut werden können. Eine Frage, die eben im Verlauf des Webinars kam, möchte ich von Armin gerne nochmal aufgreifen. Und zwar hat Armin darüber gesprochen, dass er in einem großen Automobilzulieferer ist mit 11.000 Mitarbeitern und aber nur 3 Personalentwickler im Team hat. Und die Frage ist, wie können wir diese, sagen wir mal, sehr doch komplexe Themenstellungen, auch was das vorgeht, die Vorbereitung für ein einzelnes Thema etc. angeht, wie können wir das auch mit so einem kleinen Team bei so einer großen zu betreuenden, an der Stelle Masse von Mitarbeitern, überhaupt umsetzen? Ja, also ist eine wuchtige Frage. Genau diese Fälle haben wir. Das sind unsere Kunden. Ich schlage vor, weil es jetzt 10.58 Uhr ist, Armin, dass du vielleicht kurz drin bleibst oder wir nochmal einfach einen telefonischen oder einen Zoom-Termin ausmachen, weil ich sehe, die Teilnehmerzahl geht gerade runter. Armin, ist das für dich in Ordnung? Vielleicht kannst du einfach nur Ja oder Nein ins Chatfenster schreiben, dass wir dazu vielleicht gerne jetzt gleich nochmal sprechen oder wir einen Termin machen, wie wir das realisieren, um es kurz zu machen. Wir entlasten dich oder unsere Kunden an der Stelle sehr stark. Oftmals delegieren und outsourcen unsere Kunden Teile dieses Programms, was ich eben auch vorgestellt habe, sodass wir uns um die Expertenauswahl kümmern, die Konzeptionierung kümmern auch und dann auch die Terminierung, die Orga. Und somit sind wir in der Lage, große Programme für große Unternehmen zu realisieren, gemeinsam mit unseren Kunden, die oftmals sehr schlank auch aufgestellt sind. Lass uns das vielleicht bitte nochmal separat besprechen, weil es ein sehr spannender Punkt ist und ich finde es klasse, dass ihr da viel bewegen wollt und könnt und trotzdem auch sehr schmal aufgestellt seid. Genau, und da auch nochmal zu ergänzen, nochmal für die Allgemeinheit. Es ist einfach so, dass wir ja in der ganzen Webinarreihe verschiedenste Impulse darstellen, wie ihr einfach dafür sorgen könnt, dass ihr mit weniger auch Arbeit langfristig mehr erreichen könnt. Wie ihr auch die Führungskräfte, die ja in den Teams tätig sind, als Multiplikatoren für die eigene Wirkung nutzen könnt, als Informationsquelle, sodass man sich, dass man im Endeffekt am
am Ende des Tages die Prozesse abkürzt und sehr, sehr viel mehr Wirkung auch natürlich mit weniger, mit einem kleineren Team auch erzielen kann. Und das ist ja gerade in der Personalentwicklung so häufig der Fall, dass da die Teams nicht so groß sind, groß viel zu tun haben, sehr stark ins operative Business eingebunden sind und vorne und hinten nicht mehr wissen, wie können wir uns jetzt auf die strategische Ausrichtung konzentrieren. Und genau darum geht es hier, dass man da einfach Tools hat, die einem das erleichtern und sagen wir mal nicht in extremst aufgeblasenen Workshops zur Strategiefindung, die absolut hilfreich sind, aber halt manchmal nicht realisierbar sind, einfach nur eine Alternative an der Hand zu haben, um den ganzen Prozess ein bisschen abzukürzen. Auf der einen Seite zeitlich effizient zu agieren, gute Tools zu haben, viele Informationen generieren und auswerten zu können. Auf der anderen Seite aber auch gegebenenfalls zum Beispiel externe Partner wie uns nutzen zu können, um gewisse operative Tätigkeiten einfach umzusetzen. Super. Da wir jetzt 11.01 Uhr haben, möchte ich mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt uns gerne ins Chatfenster oder schreibt uns eine Mail. Armin, ich würde vorschlagen, dass wir auf jeden Fall nochmal in Kontakt treten und da auch einen Termin machen, wo wir dich gratis gerne unterstützen und beraten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Bleibt gesund und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Webinar, nächsten Mittwoch, wiedersehen. Vielen Dank aus Köln, wo immer ihr auch seid und hoffentlich bis spätestens nächste Woche. Danke, tschüss.